ist. Gut gemacht! Toll gefangen, Marshall! So, jetzt befreien wir dich davon. Alles gut. Flauschi, da fliegt dein Schwarm. Jetzt musst du dich aber beeilen. Sei nicht traurig, Flauschi. Wenn ihr zurück nach Norden fliegt, sehen wir dich wieder. Und wenn ihr wieder gen Süden fliegt, siehst du uns wieder. Und wenn es wieder nach Norden geht... Marshall, es wird höchste Zeit für Flauschi. Also los, immer schön kräftig mit den Flügeln schlagen. Wiedersehen, Flauschi. Ich glaube, er möchte hier bleiben. Wenn er jetzt nicht losfliegt, holt er den Schwarm nicht mehr ein. Ein kleines Gänseküken gehört zu seiner Familie, Marshall. Was sollen wir tun? Ich weiß etwas. Versprich mir bitte, dass wir nicht zu hoch fliegen. Ich meine, nicht höher als meine Nase. Marshall, seit wann hast du Höhenangst? Du bist doch gerade erst auf das Dach des Bahnhofs geklettert. Also gut, ich tue es. Dann heben wir ab. Diese Höhe ist in Ordnung. Also, das reicht jetzt wirklich. Komm schon, Flauschi, Zeit zu fliegen. Flieg, flieg. Gut so, Flauschi, du kannst es. Denk dran, Flauschi, wenn du uns brauchst, dann schnatter ganz laut. Wiedersehen, Flauschi. Flieg schön vorsichtig. Und ihre Mama. Sie scheint in eine Schlucht gerutscht zu sein. Sie kommt nicht mehr raus. Oh, das ist ein Problem. Ein Riesenproblem. Tja, du sagst es. Weil noch niemals ein wilder Elefant eine so wahnsinnig steile Wand überwand. Was? Wir müssen die schwere Elefantenmama den Abhang hochziehen. Ich ruf Rubble an. Hallo, Ryder. Was ist los? Wir brauchen deinen Kran. Komm schnell zur Schlucht. Rubble, mach das rucki-zucki. Chase, das Netz. Netz. Alles klar, Rubble. Lass den Greifer runter. Schon dabei. Jetzt geht's los. Jetzt können wir die beiden zu Gilda an das Wasserloch locken. Bereit, Rocky? Bereit! Juhu! Endlich bekomme ich das perfekte Naturfoto! Ups, ups! Danke, Gilda. Elefanten im Anmarsch! Zur Seite! Matteo! Gib einfach laut! Sei brav, Matteo. Lass dich einfach retten. Warte, Matteo! Und Marshall, hattest du Glück? Ich habe ihn gefunden, Ryder. Er ist gerade hier um die Ecke. Aha. Oh, ein Ei. Jetzt weiß ich, wieso Matteo hier bleiben möchte. Sieh nur. Gib einfach laut. Was? Er ist eine Sie? Marshall! Ich hab dich.
gut gefangen, Carlos. Alles in Ordnung, Ryder? Ja, alles in Ordnung, aber ich könnte Hilfe brauchen. Ein klarer Fall für Chase. Schon gut, keine große Sache. Danke, dass du Matteo und ihr Nest gefunden hast. Also, Matteo ist eine Sie? Und eine Mama. Ab jetzt nenne ich sie Mattea. Sie muss hier bleiben, bis ihr Junges schlüpft. Das heißt, ich bleibe auch hier, um sie zu beschützen. Wir bleiben alle hier. Der Adler ist eine Gefahr. Oh, im Dschungel sind die Nächte ganz schön stockfinster. Mir macht Zelten im Dschungel überhaupt keine Angst. Das war nur ein Marshmallow. Matthias? Ryder, das Küken schlüpft. Wir sind schon unterwegs. Kommt mit, Fellfreunde. Oh, es ist ja so süß. Hallo, Ryder. Ich bin da. Es ist knifflig, Sky, aber du kriegst das hin. Siehst du die Schnur am Bein des Adlers? Ich sehe sie. Sie hat sich am Nest verheddert. Wir müssen den Adler befreien. Kommst du an das Nest heran? Ich muss es versuchen. Sei vorsichtig, Sky. Oh, Schreck. Sky! Also dann, neuer Plan. Chase, benutzt deine Flugdrohne als Ablenkung. Beschäftige den Adler, damit Sky es näher ranschafft. Oh, tolle Idee, Ryder. Ein klarer Fall für Pfotenagent Chase. Flugdrohne! Flugdrohne, los! Das ist deine Chance, Sky. Verstanden? Dann mal los. Ja, juhu, ganz toll. Geschafft, Sky, der Adler ist frei. Du und die Fellfreunde sind großartig, Ryder. Danke, wer immer uns braucht, gibt einfach laut. Warte, der Adler ist frei? Meine Drohne. Hol sie lieber aus der Luft, Chase. Das gilt auch für dich, Sky. Ich möchte, dass du landest. Sky, alles in Ordnung? Alles bestens, Ryder. Ich sehe mir nur das Adlerbaby an. Und es ist so süß. Süß? Oh. Ende gut, alles gut. Dank euch braven Fellfreunden fahren wir zurück in die Zentrale. Alles klar! Hey, was ist das denn? Huch, es ist auf einmal so dunkel. Katzi lässt sich von mir nicht helfen. Sie hat zu große Angst, um sich helfen zu lassen. Wir müssen Katzi dazu bringen, übers Dach zu dir zu rutschen. Ich weiß, aber wie nur? Ryder! Ich hab eine Idee. Sekunde, Alex. Wir überlegen gerade, wie wir Katzi vom Speicher runterbekommen. Ich glaube, ich weiß wie. Wenn wir bloß etwas hätten, um Katzi dazu zu bringen, runterzurutschen. Bäuerin Yumi, haben Sie eine Idee? Nein, leider nicht, Ryder. Henrietta, Kulinda, fällt euch was ein? Ich weiß wirklich was. Und ich glaube, das ist gut. Das ist Katzis Lieblingsspielmaus. Damit könnte Marshall Katzi bestimmt anlocken. Sehr gute Idee, Alex. Marshall, versuch Katzi mit ihrem Spielzeug anzulocken. Alles klar. Marshall macht's.
Igitt, schmeckt nach Katze. Katzi, rutsch einfach zu mir runter. Ich fang dich auf. Und dann gebe ich dir das hier. Komm her. Los, hol dir das kleine Mäuschen. Marshall, du hast es geschafft. Ist alles in Ordnung? Es geht allen gut. Keiner ist verletzt. Dank Alex. Die Helfer auf vier Pfoten sind die richtigen Retter. Ich hab nur geholfen. Tja, Katzi sieht das wohl etwas anders, Alex. Gern geschehen, Katzi. Hallo, Marshall. Hier ist Ryder. Ich höre, Ryder. Was brauchst du? Ich brauche deinen Rettungswagen unten an der Bucht. Hier ist ein unterkühltes Rehkitz. Es braucht Wärme, Futter und eine Untersuchung. Ich bin ein Wuff-Wuff-Rettungshund. Es ist da oben. Könnt ihr es mit dem Schlitten nach unten bringen? Schneerettungen sind unsere Spezialität. Das ist kein Problem. Hack das Seil ein, ich kletter rauf. Wurfanker. Ankerseil einrollen. Dann wollen wir mal den Gipfel stürmen. Ganz ruhig, kleines Kitz. Wir wollen dir helfen. Moment, wo ist Jake? Brauchst du eine helfende Pfote? Nein, ich schaff das. Jetzt bist du geschafft. Oh, es friert und ist ganz verängstigt. Bringen wir es schnell zu seinen Eltern. Also los, bereit für eine Schlittenfahrt? Ja! Der Mama geht es gut. Noch ein bisschen Futter und sie kann wieder losspringen. Dieses kleine Kitz braucht eine warme Begrüßung. Da habe ich genau das Richtige. Damit wird dir gleich wieder warm. Jetzt ist das kleine Kitz wieder bei seinen Eltern. Schnell etwas einfallen. Die Bienchen zählen auf mich. Ich hab's. Festhalten, Bienchen. Vielen Dank, Wally. Die Geschichte vom fliegenden Fisch glauben ihm die anderen Adler nie. Sky, setz ihn bei den anderen Bienenhäusern ab. Vorsicht! Langsam! Gut! Danke, Sky. Den Bienchen wird's bei mir gefallen. Das freut mich. Wir haben's geschafft. Die Bienen sind umgesiedelt. Und wenn du mal wieder Bienchen brauchst, mach einfach nur Summ. Sie schlafen noch. Ich lasse sie erst mal ausschlafen. Morgen sind sie wieder munter. Guten Morgen, Al. Wie geht es unseren Bienenfreunden? Seht selbst. Oh. Toll. Sie mag den Apfelbaum besonders gern. Sie sammelt den Nektar aus den Blüten des Apfelbaums. Dann bringt sie den Nektar zu ihrem Bienenstock und macht daraus... Honig! Na, was meinst du, Ryder? Dürfen sie mal probieren? Sie waren wirklich brave Fellfreunde. Wer möchte ein leckeres Leckerli mit Honig? Klein seid ihr groß, das wäre ohne euch los. Oh, oh. Jetzt ist die Spielzeit, kein Nutzer weit und breit. Oh!
Sei nicht traurig, Marshall. Wir haben ja noch mehr Honigleckerlis. Jetzt wird's laut! Sie wird langsamer. Gut, aber besser wäre es, wenn sie umdreht. Marshall, geht es noch etwas lauter? Ja, sie schwimmt weg! Das ist wunderbar! Wer weiß, wie lange sie da draußen bleibt. Wir müssen den Babywal wieder ins Wasser schaffen. Schnell! Oh, die Flut ist noch nicht hoch genug. Ich weiß, vielleicht hat Rocky etwas, was wir als Rutsche benutzen können, um das Walbaby ins Wasser zu bekommen. So was haben wir doch heute Morgen im Park benutzt. Perfekt! Danke, dass du so schnell gekommen bist, Rocky. Rocky kommt zur Rettung! Okay, Rocky, jetzt roll es in die Rinne. Perfekt. Marshall, spritz es nass, damit es schön rutschig wird. Aber sicher doch. Ausgezeichnet. Also dann, alle Pfoten packen ab. Eins, zwei, drei und schieben. Ja! Nein, jetzt bin ich nass. Seht nur. Wiedersehen, kleines Walbaby. Mach's gut. Sei artig. Was hast du, Robbie? Nur Sand im Auge. Hat einer von euch Fellfreunden vielleicht Hunger? Ja, ich auch. Ich auch. Gern gemacht, Herodactylus Mama. Wer immer uns braucht, macht einfach einen Kreischlaut. Oh nein! Alles klar, Rocky. Bereit, die Parade anzuführen? Den ganzen Weg bis zum Dschungel. Würstchenschleuder! Die Jungen werden in 0, nichts größer und hungriger werden. Marshall, Sky, fertig? Yep. Aber bist du sicher, dass die Pterodactylus mir folgen werden? Klar, du gehörst doch fast zur Familie. Außerdem lieben sie stinkenden Fisch. Igitt, hätte ich bloß nicht gefragt. Ich heb gleich ab! Beide geht auch weg? Oh. Sie werden alle im Dschungel glücklicher sein, Rubble. Wiedersehen! Chicoletto! Oh weh, das sind ja hunderte weißer Hühner. Aber Chicoletto trägt ein kleines Fußkettchen. Oh nein, nicht das Gatter öffnen! Oh, oh nein, sie laufen davon! Das Fußkettchen, das ist Chicoletto! Verfolgt die Kuh! Chase, bitte fang die Hühner ein und ich kümmere mich um Bettina und Chicoletto. Verstanden, Ryder. Ich hab eins! Und du hast mich!
Da oben ist sie. Vorsichtig, mein Schätzchen. Marshall, wir brauchen deine Leiter. Vielen Dank, aber wir brauchen keine Leiter. Komm her, Chicaletta. Komm zu Mama. Ich fang dich auf. Chase, das Netz. Ich hab sie, Madam. Oh nein, Chicaletta kann nicht schwimmen. Zuma, ich brauche dich in der Bucht. Volle Kraft voraus. Rettungsweste aktivieren. Hier endet die Spur, Ryder. Das könnte Ellie gewesen sein. Sie ist darauf geklettert. Genau wie bei der Zirkusvorstellung. Ellie klettert nämlich gern. Oh nein. Sie springt übrigens auch gern. Das ist ihr tollstes Kunststück. Aber im Zirkus springt sie auf ein Trampolin. Rocky, wo ist die Luftmatratze, auf der ihr vorhin gesprungen seid? In meinem Wagen. Alt an Jahren, trotzdem aufbewahren. Wir brauchen sie, bevor Ellie ihr Sprungkunststück vorführt. Die Luftmatratze ist ganz schlapp. Ich puste sie auf. Chase, dein Megafon. Meine Damen und Herren, in wenigen Augenblicken zeigt uns die fantastische Ellie ein gewagtes Kunststück. Mr. Porter, fertig? Fertig. Toll, Opa, du hast die Vorstellung gerettet. Juhu. Jetzt kommt der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Ellie, der Elefant und ihr spektakulärer Sprung. Ja! Oh, sind die süß. Ich meine, wie gut, dass wir sie gefunden haben. Hier hatte er sich also versteckt. Zusammen mit seiner neuen Freundin. Da bist du ja wieder, du wanderndes Walross. Ja, und deine neue Freundin. Du brauchst einen Namen. Wie wäre denn Wolinda? Er gefällt ihm. Und sie hätte gern mehr Leckerlis. Der Walross-Ehrentag beginnt mit fabulös fischigen Leckerlis. Seht doch, wie schnell Wolinda futtert. Aber Wolli nicht. Normalerweise flippt er bei diesen grünen Glibberhappen aus. Oh, ich glaub, mich tritt ein Walross. Deswegen überlässt Wolli Wolinda alle Leckerlis. Wolinda bekommt ein Baby. Oh, wie süß. Ein Baby-Walross? Das ist ja toll. Deshalb war Wolli verschwunden. Er musste Futter für Wolinda holen. Sie muss viel fressen, um bereit für ihr Baby zu sein. Wolli, freust du dich schon, Papa zu werden? Wieso ist Wolli so aufgeregt? Seht mal, wie die Boje schaukelt. Als würde etwas daran ziehen. Wo ist Wolinda? Oh, oh. Hängt sie in der Bojenkette fest? Komm mit, Zuma. Wenn sie festhängt, dann müssen wir sie befreien. Alles klar, Wolli. Bring uns zu Wolinda.
Ja! Sie hing an der Kette fest. Von der Anstrengung ist sie total erschöpft. Bleib stehen, Cornelius! Es hat nicht funktioniert. Aber es war ein guter Versuch, Alex. Komm, wir fangen die Schweine gemeinsam. Cool! Bleib endlich stehen, Cornelius! Emma, können wir bitte darüber reden? Wow, sind die schnell. Schweinchen, Schweinchen! Oh, ja, die haben es in sich. Wir brauchen die Paw Patrol. Der Rest der Paw Patrol ist krank. Dann liegt es jetzt an uns. Kein Schwein ist zu glitschig und kein Alex zu klein. Ach, puh, wenigstens haben wir sie vom Teich weggelotst. Normalerweise kommen sie zur Scheune zurück, wenn sie Hunger haben. Vielleicht können sie ja ein paar Leckerlis überzeugen. Gute Idee, Ryder. Das übernehme ich. Alex, aber bitte mach die Tür nicht. Oh. Upsi. Oh nein, nicht doch. Cornelius und Emma werden sich überfressen. Sie können einfach nicht aufhören. Wild gewordene Schweine, wild gewordener Mais. Puh, was für ein Tag. Keine Sorge, Rubble weiß, was zu tun ist. Macht Platz für das Schweinetaxi. Alles einsteigen. Rubble, du könntest als Schweinebauer Karriere machen. Nix da. Ich bleibe Bauarbeiter Fellfreund. Schweine machen zu viel Arbeit. Ich bin lieber Baggerladerfahrer bei Ryder und der Paw Patrol. Danke, Rubble. Und danke schön, Ryder. Und danke, Alex. Kein Problem, lieber Al. Wann immer du uns brauchst, gib einfach laut. Ryder, eine Kuh ist an dem Gemüsestand von Herrn Pfeffer. Und sie frisst seinen ganzen Mais. Komisch, wie kommt sie denn bloß dahin? Na, ist ja auch egal. Okay, ich bin dran. Hey, Betty. Ryder, der Zug fährt gleich ab. Hast du sie? Ja, wir haben alle Kühe gefunden. Wir müssen sie nur noch zum Zug bringen. Oh, beeilt euch, der Zug fährt gleich los. Ich kann nicht ohne meine Kühe fahren. Wir sind unterwegs. Hallo, Ryder. Hallo, Chase, wie geht's deinen Kühen? Sie sind satt und zufrieden. Kannst du sie allein zum Bahnhof bringen? Schaffst du das? Klar, kein Problem für mich. Okay, dann treffen wir uns am Bahnhof. Also vorwärts, kleine Muku. Ha! Oh-oh. Wow. Warte, komm zurück. Jeha! Vorwärts, ihr kleinen Mukühe. Und jetzt ist es Zeit für den Abenteuerbord-Western-Tanz. Los, Fellfreunde, kommt! Und Henrietta, verbeugt euch schön und streckt den Po, die Abenteuerbucht gefällt. Und so bildet eine Reihe, geht vor ein Stück, Reihe nach vorn und wieder zurück. Stampft und stapft in aller Ruhe. Vorsicht da vorn, da kommt eine Kuh. Oh, juhu! Hey, ha! Wow, ich komme mir gerade vor wie im Wilden Westen. Und dann noch der tolle Western-Tanz. Eine super tolle Tanzveranstaltung, Frau Bürgermeisterin. Ach, wie süß. Wirklich nett, dass du mir das sagst, Fellfreund. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ha, alle sind da. Ach, Ryder, wie kann ich dir und den Helfern auf vier Pfoten danken? Das war einfach super. Es war lustig. Ein richtiges Cowboy-Abenteuer. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Jiha reicht. Juhu! Ryder und Mr. Porter? Versuchen wir, sie einzufangen. Versuchen wir es, Ryder. Freunde, Mandy kommt euch besuchen. Wo ist sie hin? Sky, was ist los? Ryder, sieh nach oben. Hä? Wow, Mandy klettert wirklich gut. Hm,
Mandy liebt es zu klettern, zu schaukeln und zu rutschen. Ich habe den perfekten Plan. Oh, hallo Mandy. Wir haben dich schon überall gesucht. Jetzt geht's los. Hoffentlich funktioniert es. Marshall, lass sie auf keinen Fall durch die Tür. Verstanden. Guck mal, was ich hier habe. Gut gemacht. Guter Plan, Ryder. Mr. Potter, besser, Sie fahren gleich los, bevor Mandy es tut. Oh, stimmt. Perfekt. Los geht's. Ein bisschen tiefer. Sehr gut, Chase. Genau richtig. Ist das stabil genug? Ja, es wird jedenfalls so lange halten, bis der Zug von der Brücke gefahren ist. Alle Felsbrocken sind weggeräumt, Ryder. Danke, Rubble. Katie, sag dem Lokführer, dass die Gleise wieder frei sind. Er kann den Zug jetzt von der Brücke fahren. Ich sag's ihm, aber ich mach mir Sorgen. Wieso? Kaylee ist verschwunden. Habt ihr das gehört? Das war Kaylee. Chase, kannst du... Ein klarer Fall für Chase. Kaylee, bin ich froh, dich zu sehen. Ach, Kaylee, das ist nicht der Rede wert. Ich wusste, dass Ryder und die Paw Patrol es schaffen würden, aber wo ist Kaylee? Kaylee, du ungezogenes Kätzchen, danke, dass du sie gerettet hast, Chase. Du bist so ein braver Hund. Gern. Geschehen. Nichts Besonderes für einen Polizeihund. Zwei fehlen noch. Wo stecken die nur? Hm? Ryder, ich hab eins, aber es ist auf dem Wasser. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin schon unterwegs. Marshall, bring das Feuerwerk zu Captain Turbot. Ich werde Chase helfen. Kein Problem. Rettungsweste aktivieren. Ha! Komm her, kleines Ferkel. Okay, Chase, du bist dran. Netz! Gut gemacht, Chase. Danke, aber ein Ferkel fehlt uns immer noch. Hallo, Ryder. Hallo, Captain Turbot. Marshall hat die Feuerwerkskörper. Sicher verpackt. Wollt ihr denn nicht an Bord kommen? Geht leider nicht. Fabelhaft. Fünf kleine Ferkelchen. Und der ist für dich, Ferkelchen 5. Oh. Ryder, wo könnte das letzte Ferkel sein? Ach, das arme Ding. Ich wette, es ist müde und hungrig. Hungrig? Das ist es. Frau Bürgermeisterin, haben Sie noch Maiskolben? Oh, meine ganze Handtasche ist voll davon. Chase, kannst du das Ferkel zum Essen rufen? Megafon! Komm schnell her, kleines Ferkelchen. Gut gemacht, Chase.
Das Feuerwerk beginnt jeden Moment. Wie sollen wir die Ferkel vorher nach Hause bringen? Ich habe eine Idee. Kille, 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 kille. Danke, Ryder. Du und die Paw Patrol, ihr habt das Sommerpicknick gerettet. Wer immer uns braucht, quiekt einfach nur laut. Der Bagger startet nicht. Das Wasser ist in den Motor gelaufen. Zuma, Chase. Chase hört. Ich brauche euch beide bei Yumis Teich sofort. Schon unterwegs. Mein Bagger, bitte tut doch etwas. Schnell, die Seilwinde, Chase. Kommt sofort, Ryder. Zuma, hier der Haken. Volle Kraft voraus. Hol mich bitte hier raus. Und zwar ruckizucki. Chase, leg los. Ein klarer Fall für Chase. Ich bade ja gern, aber doch nicht so. Wow, er läuft wieder. Danke, Chase und Zuma. Ihr wart meine Rettung. Gern geschehen. Holen wir die Schildkröten nach Hause. Sky. Hallo, Ryder. Was gibt es? Wir sind hier fertig. Die Schildkröten können wieder in ihren Teich. Großartig. Ruff, ruff. Ihr könnt nach Hause. Da wären wir. Wieder zu Hause. Also dann, Schildkröten. Euer Teich ist so gut wie neu. Sogar noch besser. Das verdankt ihr den braven Fellfreunden. Willkommen zu Hause, Schildi. Viel Spaß, Hildi. Amüsier dich im Wasser, Jonas. Oh nein, bitte nicht. Ah, wo ist es hin? Ah? Ah. Ihr ungezogenen Kaninchen, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ihr wartet brav in der Kiste bis... Hä? Wo sind Sie jetzt wieder hin? Ich helfe Ihnen, Mr. Porter. Ruff, ruff. Eine Schaufel Kaninchen. Gute Idee, Rubble. Keine Sorge, wir haben den perfekten Ort für euch ausgesucht. Was? Noch mehr Kaninchen? Oh! Das sind zu viele für meine Schaufel. Ich habe eine Idee. Mr. Porter, bekomme ich etwas von Ihrem leckeren Karottenkuchen? Ich bringe dir gern ein Stück. Dankeschön. Der ist für euch. Hm? Chase, wir brauchen dein Netz. Netz! Gut gemacht, Chase. Du hast sie eingefangen. Oh, ja, genau da. Wird die Paw Patrol gebraucht? Geben Sie laut. Bringen wir diese Kaninchen an einen Ort, wo sie uns nicht mehr stören und wir sie auch nicht. Ihr Süßen, du wirst mir fehlen. Und du, und du, und du. Und du auch. Ich glaube, sie werden sich hier sehr wohlfühlen. Ich mache es lieber so. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Alles in Ordnung, Marshall? Nichts passiert. Ich helfe nur bei eurer Rettung. Das ist gut, denn mir wird kalt. Ich fange an zu zittern. Keine Sorge, wir holen euch aus dem Lift, sobald ich aus diesem Schneehaufen raus bin. Alles in Ordnung, Kumpel? Ja, aber mein Schwanz ist irgendwie eingefroren. Hallo,
Ryder, wie lautet der Plan? Wir kommen mit Marshalls Leiter nicht hierher, also müssen wir eine Art Treppe bauen. Hä? Eine Treppe? Ja, ich dachte an eine große Treppe aus Schnee. Eine Riesenschneetreppe, natürlich. Ruff, ruff. Das ist eine tolle Idee. Das sollte reichen. Großartig, Ryder. Für Kaylee wird es langsam zu kalt. Ich werde euch helfen. Oh, danke, Ryder. Kaylee, was? Was machst du denn? Was ist mit dir, Marshall? Nichts passiert. Mir liegt Schnee wohl einfach nicht. Schon, Wally, mein Freund. Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffst. Wally? Oh. Wally, du hast es geschafft. Ja, ich hab's gewusst. Nun ja, nicht bewusst gewusst, aber ich wusste es. Wally hat sich völlig in dem Netz verheddert. Wir kriegen ihn da einfach nicht raus. Wenn Chase Wally mit seiner Seilwinde an Land zieht, schaffen wir es, Netz und Walross zu entwirren. Guter Plan. Ich sag ihm Bescheid. Chase! Ryder braucht deine Seilwinde. Geht klar. Winde! Seil, komm! Ich hab! Ja, fein gemacht, Zuma. Gerade rechtzeitig. Chase! Zieh Wally langsam an Land! Seilwinde! Ja! Toll gemacht! Juhu! Wally, du bist in Sicherheit! Ich hab mir solche Sorgen gemacht! Hurra! Juhu! Danke, Ryder! Und danke, Zuma und Chase! Ihr habt Wally gerettet! Oh, oh! Hey, lass das bitte! Ich hab doch hier oben mein Baumhaus! Hallo, Alex! Hilfe! Ein Biber nagt den Baum unter meinem Baumhaus an und ich sitze drin. Keine Angst, Alex. Chase hilft dir. Chase, Alex hat Biberprobleme. Fahr zu seinem Baumhaus, schnell. Ein klarer Fall für Chase. Puh, schön, dass du da bist. Die fressen meinen Baum an. Die? Ryder, ich habe einen zweiten Biber gefunden und sogar noch einen dritten. Und sie machen, was Biber so machen. Jetzt hab ich's. Biber verständigen sich untereinander durch Klopfen mit dem Schwanz. Das kann ich auch. Es funktioniert. Habe zwei Biber an Bord, Ryder. Wir kommen. Danke, Chase. So, meine Biberfreunde, ihr seid zu Haus.
Gut gemacht, Fellfreunde. Das ist genug Holz für einen ganzen Biberpalast. Chompy und seine Freunde werden sich in ihrem neuen Zuhause bestimmt wohlfühlen. Ich glaube, es gefällt ihnen. Und es ist besser, als eine Scheune anzunagen. Fürs nächste Mal, wenn ihr uns braucht, gebt einfach nur laut. Oder klopft mit dem Schwanz. Wir helfen. Noch einmal pumpen. Oh, fertig. Wir haben es geschafft. Diese Pfoten haben Flügel. Gut gemacht. Jetzt flieg bitte zur Bucht und versuch die Delfinfamilie zu finden. Bin schon unterwegs. Ich häng den Aufblasdelfin an deine Rettungsleine. Rettungsleine auswerfen. Erledigt. Versuchen wir unser Glück. Er schwimmt uns hinterher. Er freut sich über einen Delfinfreund zum Spielen. Sky, hast du die Delfinfamilie gefunden? Ja, sie schwimmt direkt vor mir in der Bucht. Toll, Sky. Das Delfinbaby und sein neuer Freund haben die Flussmündung fast erreicht. Hey, wo ist der Kleine hin? Ryder, ich glaube, er ist wieder verschwunden. Fest, Zuma! Ich versuch's ja! Quad auf Autopilot schalten! Puh, danke, Ryder! Gut gemacht! Du auch, Zuma! Das war ja ein total abgefahrener Ritt! Ich schätze, alle kleinen Knirpse spielen gern, egal ob sie Pfoten oder Flossen haben. Könnten diese Pinguin-Prachtexemplare nur sein? Das sind ja fotogene Pinguine. Erwischt! Tut mir leid, Captain. Die Pinguine müssen wieder zurück in ihre kalte Heimat. Tut mir leid, Wally, aber wir haben keinen Fisch mehr und auch keine Ideen. Ach du Schreck, ein Eisberg! Die Pinguine müssen auf dem Eisberg hierher gekommen sein. Vielleicht kommen sie damit ja auch wieder nach Hause. Aber wir können sie nicht hinüberlocken. Wir haben keinen Fisch mehr. Was essen Pinguine denn noch? Das Übliche. Fisch, Fisch, Krebse, Fisch, noch mehr Fisch, Tintenfisch. Oh, ich hab's. Die Tintenfischhappen. Die hatte ich eigentlich als Überraschung für Wally aufgehoben. Widerlich. Die kleinen Pinguin-Fischlangfinger können diesen Leckerbissen sicher nicht widerstehen. Das Zeug stinkt. Ja, das stimmt. Aber ich probier's mal. Hey, Zuma, würdest du das bitte rüber auf den Eisberg bringen? Natürlich! Rettungsring! Los, zieh! Zeit, ihr kleinen Langfinger! Oh, seht nur, wie glücklich sie auf ihrem Eisberg sind. Aber er wird bald schmelzen. Wir müssen ihn in kältere Gewässer bringen, und zwar schnell. Ich habe eine Idee. Captain, halten wir auf dem Radar nach einem Schiff Ausschau, das nach Süden fährt. Die Idee ist gut, Ryder. Fantastisch! Ein Schiff hält gerade Kurs auf die südlichste Spitze Südamerikas. Das Traumziel eines jeden Eisbergs. Beeindruckend. Wie kann ein kleiner Pinguin ein solches Chaos anrichten? Hab ich dich. Nichts passiert. Halt! Im Namen des Gehens.
Ganz schön kalt. Ryder, vielleicht hilft das hier ja. Tolle Idee, Alex. Jeder mag Eis am Stiel, vor allem ein Pinguin, dem zu warm ist. Es funktioniert! Und wie? Und jetzt bringen wir den kleinen Kerl zu Marshalls Feuerwehrwagen. Wir haben es geschafft. Alle drei Pinguine sind eingefangen. Ja, aber das Eis ist geschmolzen. Wie sollen wir sie jetzt kühlen? Ich habe eine Idee. Hallo, Everest. Ich habe drei überhitzte Pinguine und eine Pfütze geschmolzenes Eis. Du bist doch unsere Eis- und Schnee-Expertin. Kannst du uns helfen? Du hast recht, ich kann euch helfen, denn Eis und Schnee sind mein Metier. Rein mit dir, Kleiner. Was ist das? Perfekt, Everest. Die Pinguine sind dort im Kühlwaggon. Nur die Schneekugel passt da nicht rein. Aber das habe ich gleich. Schneefräse! Achtung, es schneit, Pinguine! Wir haben euch gern geholfen. Und nicht vergessen, wer immer uns braucht, rutscht einfach auf den Bauch. Genau wie die Eiswürfel im Tiefkühler. Es kann losgehen! Bald sind sie wieder in ihrem eisigen Zuhause. Rubble, du musst ganz schnell mit deinem Presslufthammer zur Ruine kommen. Alles klar, Ryder, bin schon unterwegs. Rubble ist der Retter! Der Felsbrocken liegt genau vor der Tür. Ryder, Chase und Carlos sind da drin gefangen. Ich versuche mit dem Presslufthammer den Felsen klein zu machen. Und dann kommen sie vielleicht wieder raus. Oh-oh! Wie kriegen wir die Kette wieder da rauf? Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Wuff! Nachtsichtbrille! Wuff, wuff! Seilrutsche! Oh, weg ist sie! Wuff! Licht! Sie hat die Kette fallen lassen. Das ist unsere Rettung. Ryder, pass auf! Nichts passiert. So. Es hat wieder aufgehört. Geschafft! Au! So, und jetzt nichts wie raus. Presslufthammer! Schaufel! Ryder, Rubble hat den Felsbrocken weggeräumt. Versucht mal, die Tür aufzuschieben. Na, die ist viel zu schwer. Es gibt bestimmt noch eine andere Möglichkeit. Geschafft! Ja, mit der Hilfe von einem kleinen frechen Äffchen. Danke, Rubble. So viel Popcorn hätte ich niemals essen können ohne einen Film. Oder zwei. Da ist sie ja. Löschen. Ich mache mir solche Sorgen um Chicaletta. Wenn sie zu viel Popcorn isst, muss sie immer rülpsen. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, wir finden sie. Chase? Ich mach das schon. Drohne! Abflug! Meine Güte, bitte finde mein Handtaschenhuhn! Nichts als Popcorn. Haufenweise Popcorn. Da ist sie! Hurra! Ja! Oh nein, die Drohne hat Chicaletta verloren! Oh nein! Vielleicht gehst du sie lieber mit deiner Wärmebildbrille suchen, Chase. Ein klarer Fall für Chase!
Wo steckt sie nur? Wärmebildbrille. Da bist du ja. Ich gehe rein. Au, ich hab sie. Gut gemacht, Chase. Diese Federn. Lass sie nicht entwischen, Chase. Mache ich nicht. Komm mit, Chicoletta, mir nach. Ein Moment, wir sind gleich da. Chicoletta! Oh, da bist du ja. Also wirklich, Chicoletta, die Rettungsaktion ist dir wohl auf den Magen geschlagen. Das wird es sein. Die Öffnung ist zu klein für meine Baggerschaufel. Dann kriegen wir den Tunnel nicht frei? Ich sagte zu klein für meine Baggerschaufel, aber doch nicht für die Rubble-Spezialschaufel. Haut ab, ihr blöden Möwen! Oh, das ist doch Zumas Surf-Dingsbums. Alex Potter, Surf-Dingsbums, Weltmeister! Schon erledigt. Diese Pfoten haben Flügel. Alex, lenke Richtung Strand. Aber ich hab doch gar kein Lenkrad. Arme Sky, ich kann ja nicht hinsehen. Sie hat ihn. Ich wusste, sie schafft es. Ja. Ja, Sky. Ja. Tolles Manöver. Ja, Sky, gerettet! Du hast es geschafft. Ich hatte ja solche Angst. Ich meine, echt toller Flug. Ja, du hast mich gerettet, Sky. Gern geschehen. Das war ja mein Job. Oh ja, genau da. Rubble, du hast es geschafft. Gut gemacht. Jetzt haben die Schildkröten für viele Jahre einen sicheren Weg zum Meer. Leute, seht mal. Sie benutzen den Tunnel. Ich wusste, dass ihr es schaffen würdet. Warte kurz, Ryder. Ich sehe eine Höhle. Nachtsichtbrille. Fledermäuse, das muss sein Zuhause sein. Ich wusste, du würdest sie finden, Sky. Jetzt müssen wir das Junge nur noch in die Box kriegen. Oh. Sch, weck es nicht auf. Sch, such dir eine andere Sitzgelegenheit. Sch. Schläft das Kleine noch? Ich weiß es nicht. Oh nein, es wacht auf. Moment. Schlaf, Fledermäuschen. Waff, 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 waff. Es hat funktioniert. Gut gemacht, Chase. Jetzt aber los, die Leitermarsche. Vorsichtig, langsam. Ich hab es. Gut gemacht, Marsche. Hier kommen wir nicht weiter und die Fledermaushöhle ist dort oben. Sky, kannst du die Box zur Höhle raufziehen? Wir treffen uns dann oben. Problem, Ryder. Los, Chase, auf geht's. Sky! Hab sie! Du bist zu Hause, kleiner Freund. Komm raus, kleine Fledermaus.
Hier wohnst du doch, oder? Das müsste reichen. Komm, liebe Eule. Ja! Juhu. Wow, das war knapp, kleiner Tut. Gern geschehen. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist nicht nur irgendeine Eule. Das ist die Mama vom kleinen Tut. Ich glaube, du hast recht, Ryder. Chase, du hast den kleinen Tut und seine Mama gerettet. Hallo, Mama-Eule. Man muss kein Eulisch können, um zu verstehen, dass das ein Danke war. Ach, gern geschehen. Wenn ihr uns braucht, reicht ein Huhu laut. Gut gemacht, Fellfreunde. Können wir los? Ich hab noch eine Frage. Wo werdet ihr jetzt wohnen? Aha. Dieser Baum wirkt sehr stabil. Probiert ihn doch mal aus. Naja, wenigstens weißt du, wo sie wohnen, Chase. Und du kannst den kleinen Tut jederzeit besuchen. Ja, das kann ich wirklich. Was sind das für Geräusche? Wie sagt man schlaf schön auf Eulisch? Huhu, glaube ich. Huhu. Huhu. Huhu, kleiner Tut.